Der ein oder andere von euch hat vielleicht mitbekommen, dass ich neulich im Ruhrgebiet war. Und da wollte ich das heutige Video zum Thema Agglomeration drehen. Leider hat das aber aus zeitlichen Gründen irgendwie nicht hingehauen, weil die Fahrt von mir hoch ins Ruhrgebiet ja so weit ist. Also habe ich im Rhein-Neckar-Gebiet nach einer geeigneten Stelle gesucht, um das Video zu drehen. Im Ruhrgebiet gibt es haufenweise solcher Stellen, im Rhein-Neckar-Gebiet, das auch eine Agglomeration ist, hingegen sehr wenige. Und hier habe ich zwischen Hirschberg und Hohensachsen eine solche Stelle gefunden. Hier steht Ortseingang Hohensachsen, große Kreisstadt Weinheim. Aber hier sind noch Häuser. Das heißt, mitten auf einer Straße zwischen den Häusern beginnt plötzlich ein neuer Ort. Und wenn wir jetzt hier gucken, auf diesem Still steht Großsachsen, Gemeinde Hirschberg. Das heißt, mitten durch die Häuser verläuft die Gemeindegrenze. Das heißt, alle Häuser in dieser Richtung gehören schon zu Weinheim. Aber alle Häuser in dieser Richtung gehören noch zu Hirschberg bzw. Großsachsen. Und genau das macht Agglomerationen so faszinierend und so interessant. Aber was ist jetzt eigentlich eine solche Agglomeration? Einfach ausgedrückt sagt ein Raumplaner oder Humangeograf, dass es sich bei einer Agglomeration um eine aus mehreren wechselseitig miteinander verflochtenen Gemeinden bestehende Konzentration von Siedlungen handelt, die eine besonders hohe Siedlungsdichte und Siedlungsfläche aufweisen. So haben wir hier eben an dieser Stelle den Fall, dass einfach mal zwei Gemeinden ineinander verwachsen und es keinen ländlichen Zwischenbereich zwischen diesen Gemeinden gibt. Und das hat man hier im Rhein-Neckar-Gebiet ganz extrem. Und ganz extrem hat man das in den großen deutschen Agglomerationen im Umfeld von Berlin, Stuttgart, Frankfurt und natürlich auch im Ruhrgebiet. Meistens gruppieren sich diese vielen Siedlungen um ein oder mehrere Kernstädte. Hier im Fall der Rhein-Neckar-Region sind das die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, die aufgrund ihrer Lage geografisch auch als Rhein-Neckar-Dreieck bezeichnet werden. Bei diesen Kernstädten handelt es sich in der Regel um Großstädte. Und man unterscheidet dabei zwischen polyzentrischen und monozentrischen Agglomerationen. Bei einer polyzentrischen Agglomeration gibt es mehrere Großstädte bzw. mehrere Oberzentren. Das Rhein-Neckar-Gebiet ist zum Beispiel eine polyzentrische Agglomeration. Oder auch das Ruhrgebiet ist eine solche. Bei einer monozentrischen Agglomeration konzentriert sich alles um eine relativ große Kernstadt. Das ist zum Beispiel eben bei solchen großen Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg der Fall. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Agglomerationen etwas zu entschlacken, weil man in der Raumplanung ja immer das Problem hat, dass eine zu dichte Bebauung sich natürlich auch negativ auf Natur und Landschaft auswirkt. Und eines der Konzepte ist quasi eine gezielte raumplanerisch beeinflusste Suburbanisierung. Und zum Thema Suburbanisierung habe ich hier auf diesem Kanal schon mal ein Video gemacht. Da geht es auch um viele andere Themen städtebaulicher Entwicklung. Dieses Video werde ich jetzt hier am Ende verlinken. Ich mache regelmäßig Folgen aus dieser Reihe Raumplan in 3 Minuten, wo ich Begriffe aus Geografie und Raumplan kurz und prägnant erkläre. Und ja, neulich ging es dabei auch um quasi das Hinterland, was im Prinzip das Pendant zur Agglomeration ist. Und das Thema werde ich hier am Ende ebenfalls noch verlinken. Und wenn ihr keine anderen Videos aus dieser Reihe oder anderen Formaten hier von meinem Kanal verpassen wollt, abonniert am besten schon jetzt den Kanal. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!